Merkmal eines bekannten Soldaten. Stramm vom Scheitel bis zur Sohle. Ungebrochen, ohne ein Zeichen der Schwäche. Er hat kein Gesicht und verliert keins. Zittern und Zagen überkommt ihn nicht. Der Hals sitzt ordnungsgemäß unter dem Kopf. Unempfindlich an Hand und Fuß. Er ist Haltung. Die Abzughebel von Nase und Auge bedient er auf Befehl. Er zuckt nicht mit der Wimper, er drückt kein Auge zu, er verzieht keine Miene und rümpft keine Nase. Er gibt nichts aus der Hand, er schüttelt nichts aus dem Ärmel, seine Knie werden nicht weit. Allzeit bereit. Auf den Ruf rührt euch, setzt er sich in Bewegung und ruhig festen Schritts tritt er, was sich ihm in den Weg stellt, kurz und klein. Er geht wie am Schnürchen bis zum letzten Blutstropfen, der aus Tinte ist. Aufrecht, unbeugsam, Kopf hoch, schreitet er durch Wasser, das ihm bis zum Halse steht. Er fährt nicht in die Höhe. Also 4. August 1967. Erster Drehtag eines Films über den Alltag einer Gruppe von Studenten der Universität Hamburg. Einige von ihnen sind Mitglieder des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, kurz SDS. Vor etwa 8 Wochen wurde anlässlich der Demonstration gegen den Berlin-Besuch des Schahs der Student Benno Ohnesorg erschossen. Ah! 1, 2, 3! Angst machen! 1, 2, 3! 3! Das gibt's nicht! Der Vietcong kommt! Ah! Schuld! 1, 2, 3! Alle Dinge auf! Jetzt hat es Halleluja! Halleluja! Das war schon immer etwas teurer! Halleluja! Im Brockhaus steht Wissmann Hermann von, Offizier und Afrikaforscher. 1888 warf er im Auftrag der Reichsregierung den Araberaufstand in Deutsch-Ostafrika nieder. November 1890 stellt er in den Gebieten zwischen den Maasai-Ländern und Tanga die Ruhe wieder her. Wie in jedem Unterricht über angewandte Psychologie geht es uns hier auch um den Abbau vermeidbaren Ärgers. Es gibt sicherlich bei unserem Einschreiten auch unvermeidbaren Ärger. Ich heiße Sibylle Nabel, bin 19 Jahre alt, studiere im 3. Semester Soziologie und komme gerade aus Nürnberg, wo ich bei den Nürnberger Nachrichten eine Hospitation mache, weil ich später mal Journalistin werden will. Jetzt fahre ich für 8 Tage nach Hamburg und will dort meinen Freund besuchen. Denkmalstürze haben wir schon öfter mal symbolische Bedeutung gehabt, zum Beispiel 56 Stalinsturz in Prag und Budapest. In Prag, ja, ich meine, in Prag haben sie den ersten Schuss. Tatsache. Pass mal auf, dass die Stange da nicht durch ist. Du meinst den preußischen Weg. Wismanns Herrschaft wackelt. Also das ist auf jeden Fall nicht versenkt, ja, sondern es ist nur flach. Und hier oben ist eine Mutter, ja. Und dann nimmt man die Platte weg. Ich glaube schon, dass er kippen würde. Ich heiße Dirk Albert Ziefer und studiere politische Wissenschaft und Volkswirtschaft an der Hamburger Universität. Ja, und dann zuletzt, ich war den Knaben da oben eine Schlinge um den Hals legen, ne? Und dann in einem entsprechenden sinnvollen Winkel versuchen, das Ding runterzureißen. Ne? Das kriegt man doch nicht runter. Das Ding ist auch viel zu schwer, viel zu fest. Und naja, das ist die Frage. Ne? Wie in Dublin haben sie da auch. Oben ist eine Schraube, ja, die muss man losschrauben. Und da hat er dann diese Völker, hat er ja so zu fassen gekriegt, nicht, dass er sie vernichtet hat. Ne? Und die anderen, die Kleinen, das waren ja seine Sklaven da, ne? Die Kleinen. So wie die Amerikaner in Vietnam jetzt. Ungefähr dasselbe. Ja, aber der müsste immer abends rausschmeißen. Gib mir noch gute Ratschläge. Wenn die Entrümpelung ist, und dann müsste ich da draußen hinlegen.
die typische bürgerliche Utopie, ne, die sich da zeichnet. Mhm. Denn dieses Spiel ergibt möglicherweise die Grenze, dass alle Bauern sich zu Offizieren umwandeln, möglicherweise sogar zu Damen. Ja. Das ist natürlich eine Grenze, die nie faktisch im Spiel auftritt, ja. Aber es ist eine theoretisch denkbare Grenze. Ne? Irgendwo dann ist die absolute Gerechtigkeit erreicht, bloß ist sie nie real, die ist nie denkbar. Sie ist im Grunde genommen, ja, da gibt es ja den Sinn. Wollt ihr das Schachspiel revolutionieren oder neue Regeln aufstellen, oder? Ja, wir stehen gerade nach vor der Erkenntnis, nicht wahr, dass es nicht geht. Nicht? Ja, denn wenn wir es revolutionieren wollten, das heißt also aus sich selbst heraus revolutionieren wollten, müsste die Revolution bereits drin enthalten sein. Ein Spiel, das ganz einfach Bewusstseinsstrukturen widerspiegelt, die so glauben wir heute offiziell aus vergangenen Jahrhunderten überkommen sind. Und da stimmt's eben nicht, immer noch akzeptiert werden. Und da stimmt es eben genau nicht, was du sagst. Es ist eben nicht so, dass es in einem hierarchischen System an der Spitze hängt, ob dieses hierarchische System bestehen kann oder nicht, sondern es hängt an der Einstimmung der sogenannten Massen, nämlich der Bauern, eben mit dieser hierarchischen Spitze, dass das System bestehen kann. Dass du an einem Schachspiel Gesellschaft diskutieren willst, zeigt, wie ästhetisch oder wie artistisch offenbar dir die Probleme erscheinen, die ich für materielle halte. Denn das ist der Fall. Ja. Ich meine, das ist ja greifend als eine Metapher und das muss, ganz eben, muss legitim sein. Na, was heißt Metapher? Was heißt denn hier Metapher? Es ist doch bezeichnend, dass ihr am Schachspiel gesellschaftliche Probleme erörtern wollt. Das heißt, nein, das Schachspiel ist Produkt einer Gesellschaft. Das ist doch dummes Zeug. Das Schachspiel ist doch nicht das Produkt eben dieser Gesellschaft. Dazu ist es viel zu alt. Nein, nicht dieser, sondern der mittelalterliche. Eben. Aber sie akzeptiert es immer noch in dieser Teilung. König, Bauer, Offizier. Während ihres Aufenthaltes in Hamburg wird Sibylle Zeugin der explosionsartig wachsenden Politisierung der Studentenschaft. Die Presse reagiert mit Verteufelung. Die Studenten versuchen jetzt verstärkt, auch außerhalb des Campus Gegeninformation zu leisten. Aber die Fronten verhärten sich. Ich meine, wir sind uns doch darüber einig, dass unsere politischen Aktionen, die wir durchführen, beispielsweise Vietnam oder Griechenland etc., solch eine Aktion in der Öffentlichkeit, eine Demonstration beispielsweise, nicht den Zweck haben kann oder das Ergebnis haben kann, dort in dem Land die Verhältnisse zu verändern. Schön wäre es. Aber darüber sind wir uns ja wohl im Klaren, dass wir das nicht schaffen. Sondern dass wir nur diese Punkte exemplarisch dafür benutzen können, um an diesen Vorfällen beispielsweise exemplarisch zu erklären, was Faschismus sei oder welche Repressionen ein kapitalistisches System einfach hervorbringt. Und dass wir von daher dann aufklärerisch wirken können, beispielsweise an der Hochschule. Und das ist unser Arbeitsgebiet. Ich halte es also völlig für verfehlt, eine Flugplatzaktion mit unseren beschränkten Mitteln in der Stadt zu machen. Ich möchte dagegen sprechen. Ich meine also, dass also hier die Möglichkeit besteht, die Internationalisierung des Befreiungskampfes, genau, die Zusammenhänge sichtbar zu machen, die Zusammenhänge, die zwischen Vietnam, zwischen Bolivien und Südafrika und Portugal bestehen, und diese Zusammenhänge, die auch dort, die also jetzt besonders die Amerikaner jetzt am eigenen Leibe zu spüren bekommen, dass sie die Gewalt, die sie in alle Länder der Welt tragen, dass sie hier auch zum ersten Mal selbst verspüren, und dass also diese Methoden, mit Minderheiten fertig zu werden, ja auch in der ganzen freien Welt üblich sind. Wir haben es in Berlin gesehen und wir haben es jetzt in radikalisierter Form, ist es sichtbar geworden in Detroit und in anderen Städten. Ja, das Faszinierende daran ist ja, dass sie bewiesen haben, diese Neger, dass also ein quasi Guerillakrieg also tatsächlich in der Stadt möglich ist. Also nachdem ich also diesen Hafner-Vorwurf zu Maos Guerilla-Theorie gelesen hatte, da hielt das ja nun jeder für ausgeschlossen. Nicht wahr? Der meinte also, die können sich keine 48 Stunden halten, nicht wahr? In einer Stadt. Nicht wahr? Das heißt aber, die haben ja jetzt wirklich das bewiesen, weil etwas ganz Neues, dass das tatsächlich möglich ist. Also, wenn erstmal das Eigentumstabu durchbrochen wird, wenn also die ganzen Vorräte, die in Geschäften und so, nicht wahr? Die jetzt also unmittelbarste Ausbeutung, die man spürt. Also hier auch Hausfrauen spüren. Und Johnson hat ja gesagt, es war ein Stich in unser Herz. Und das war es ja wirklich. Genau, das Herz des Kapitalismus. Sie hätten ja fast die Automobilproduktion Ein Stich in das Selbstverständnis der amerikanischen Gesellschaft, dass die amerikanische Gesellschaft fortschreitet, konfliktlos und zufrieden und so weiter. Ja, aber doch wohl auch in das Material. Eine formierte Gesellschaft. Genau, ja. Und ein Widerstandsmodell. Aber ich würde es jetzt noch nicht endgültig interpretieren, denn in Amerika ist noch nicht der ganze Unterdrückungsapparat eingesetzt worden. Ja, aber pass mal auf, sowas lässt sich in Berlin, auch in Hamburg, zwei, drei Tage halten.
Es zeigt sich doch daran, nicht wahr? Also nee, also das, das würde ich nicht sagen. In Hamburg oder in Berlin ist keiner wie in den Vereinigten Staaten die Neger unter dermaßen unmittelbaren wirtschaftlichen Druck, das heißt, dass er täglich verhungern kann oder aus seiner Wohnung rausfliegt, weil die Slums abgerissen werden und ihm keine neuen Häuser hingebaut werden. Ich habe meinen Anwärtern immer gesagt, ihre Aufgabe als Polizei ist es, auch eine Demonstration zu schützen, die die Abschaffung der Polizei proklamiert, die also auf ihre Transparente geschrieben hat, wir wollen keine Polizei. Auch diese Demonstration müssen Sie schützen. Ich glaube, das kennzeichnet unsere Einstellung zum Demonstranten. Darf ich das ergänzen, vielleicht noch insofern, als wir die Grundrechte des Bürgers ja an der ersten Stelle stehen haben in unserem Unterricht und ja das Demonstrationsrecht ein Ausfluss der Meinungsfreiheit ist und deshalb schon die Demonstration als aktiv demokratisches Mittel, wie es, glaube ich, in einem Kommentar heißt, so dargestellt wird und keineswegs, so wie Sie es eben deuteten, als Querulantentum, als etwas Lästiges. Wir beanspruchen für uns nur lediglich das Recht, diese Demokratie da zu kritisieren und ändern zu wollen, wo sie nicht mehr demokratisch ist. Wir glauben natürlich nicht, den Stein der Weisen gefunden zu haben. Wir postulieren nicht eine Gesellschaftsform a priori und sagen, also so und so muss es aussehen. Und was Sie hier geäußert haben, ist letztlich nur für mich ein Beweis dafür, wie sehr Sie in recht globalen Klischeevorstellungen eine Kritik an dieser Demokratie abtun, indem sie sagen, die kommt also nun von außen her. Das heißt, ich meine, solange es sich auf den SDS bezieht, sind das Kommunisten, die wollen den totalen Umsturz. Wenn Sie in dieser Form mir hier Vorhaltungen machen, dann brauche ich nicht weiter zu diskutieren. Was Sie eben sagten, habe ich in keiner Weise gesagt. Und ich muss das ganz energisch zurückweisen, dass Sie mir also unterstellen, dass ich den SDS als Kommunisten bezeichne. Das möchte ich ganz energisch zurückweisen. Darf ich mal Ihre Aussage interpretieren? Dann haben Sie die sehr falsch interpretiert. Ich halte Diskussionen von Studenten mit der Polizei deshalb für völlig überflüssig, weil sowohl auf Seiten der Polizei wie der Studenten die Auffassung derart sich verhärtet haben, dass es nur noch zum Austausch von Stereotypen kommen kann und notwendig kommen muss. Einmal, weil das Monopol der Gewalt, das durch die Polizei repräsentiert wird, durch Diskussionen in keiner Weise aufgelockert oder aufgelöst werden kann. Zum anderen, weil an dieser Situation des Monopols der Gewalt, dem kleine Gruppen auch die Studenten gegenüberstehen, nicht durch ein herzliches Verhältnis des an einem Tisch Sitzens von Herr und Knecht in irgendeiner Weise Rechnung getragen werden kann. Und ich halte es deshalb nur für notwendig, solche Diskussionen zu führen, wenn sie geführt werden müssen, um negativ die Situation dieser Diskussion als solche darzustellen, die eine völlig hoffnungslose, eine völlig überflüssige ist, um zu beweisen, dass hier nicht mehr miteinander geredet werden kann, sondern nur noch Schutz vor Schüssen gesucht werden kann. Aus Diskussionen mit Angehörigen Ihres Verbandes, wir brauchen hier keine Namen zu nennen, dass Sie eine Umwandlung unserer Gesellschaftsform in Richtung Maoismus oder Kommunismus anstreben. Ob wir natürlich diese Gruppen auf die Dauer schützen können, das bleibt fraglich. Das ist aber keine Frage, die sich die Polizei stellen muss. Das ist eigentlich eine Frage, die sich die übrigen Gewalten stellen müssen. Vielleicht wird ja mal ein Gerichtsverfahren angestrengt.